Kripo kam zu uns nach Hause. Die kommen da so mit Aktenkoffer und wollen Speichelprobe. Meine Mutter sagt, was ist los? Und dann sagen die, ja, ihr Sohn ist in einen Mordfall verwickelt. Ich wollte, dass die Leute wissen, das ist Mortell, mit dem legst du dich nicht an, weil sonst fickt ihr dich. Tell them where you're from. Straight Outta Trier. Was geht ab? Seit zwei Staffeln sage ich am Ende immer, schreibt in die Kommentare, wen wir wo besuchen sollen. Und der Name Mortell ist häufiger gefallen, darum sind wir ab nach Bitburg gefahren. Viel zu echt für diese Szene. Viel zu echt für diese Szene. Er kommt aus Trier, ist hier aber aufgewachsen, das heißt, Bitburg gucken wir uns jetzt erstmal an. Was geht ab, Dicker? Alles cool? Ja, soweit. Erste Mal für mich in Bitburg und du warst auch lange nicht mehr hier, wa? Boah, jetzt auch schon 10 Jahre ungefähr. Ich habe gerade Hardcore-Flashbacks. Hier bist du aufgewachsen, ja? Ja. 4. Stock. Da hat meine Mutter uns immer gerufen, ja. Essen komm! Erzähl mal ein bisschen was zu Bitburg. Was geht hier? Bitburg, kennst du nicht? Bitburger. Ja, das ist das Einzige, was ich von Bitburg kenne. Ja, darauf sind wir stolz und das war's auch schon. Es ist eine Kleinstadt, aber ja, sehr familiär, jeder kennt jeden. Ist auch eins von wenigen Hochhäusern hier, ja? Ja, siehst du, da leben die Leute, die Geld haben. Und hier leben die Leute, die nicht so viel Geld haben. Das war halt wirklich schon so sehr parallel Gesellschaft. Hier waren so wirklich die Ausländer und da waren so die Deutschen oder die Amis halt, die dann Häuser gestellt bekommen. Wir waren so die einzige schwarze Familie so in der Mitte. Aber hattest du eine schöne Jugend hier, ja? Ja, muss ich ehrlich sagen. Hier war Fokus Fußball gewesen. Mhm. Ich wollte noch dieser Fußballstar werden. Mhm. Dann bin ich von Bitburg nach Trier gezogen und dann kein Fußball mehr. Dann hat die Straße angefangen. Aber hier war ich noch der nette, liebe Junge, respektvoll. Da war noch alles schön. Wie war das mit der Ami-Base immer so direkt vor der Nase? Hat euch das so gecatcht so? Wolltet ihr auch so sein wie die Amis? Oder klar, so? Komplett. Wie gesagt, ich hatte in der ersten Klasse hatte ich schon Fubu-Hosen an, so, weil die ganzen Amis, die haben halt auch hier alle gelebt. Die kamen dann mit diesem neuesten Sound aus Amerika. So. Kleine damals Pisser. War halt auch alles, was krass war, kam aus Amerika offiziell, Dicker. Ob das jetzt irgendwelche Cartoons sind oder irgendwelche Süßigkeiten. Oder irgendwelche Filme oder sowas. So. Und es ist so krass, wir haben hier manchmal gespielt, da fährt hier ein Polizeiwagen vorbei, aber so ein Ami-Wagen. So. Ja. Weißt du, und das war für uns so irgendwann mal normal. War geil, wie gesagt, war wirklich cool. So, meine ganzen Onkels haben Hip-Hop gepumpt, meine Eltern haben Hip-Hop gepumpt. Die haben hier Feten gemacht, Partys geschmissen, meine Eltern. So, da lief Hit 'em up. Die wussten gar nicht, was da abgeht. Und ja, mein Bruder hat dann den Namen auch Crisscross abbekommen. Partys haben die auf der Base gemacht, Kirmes. Wir sind immer darüber. Wenn irgendeine Veranstaltung war, waren wir da. Und wie war das dann für dich, hier wegzuziehen? Erstmal schwer, komplett neues Umfeld. Mhm. Wir sind auch hier nur weggezogen, weil mein Vater einen Job in Trier bekommen hat. Mhm. Fußball war dann so, okay, wenn ich jetzt wegziehe, ich habe keinen Bock, da in eine neue Mannschaft reinzugehen. So, da war für mich so, es war schon scheiße. Aber ich bin ja jetzt kein verschlossener Junge oder so oder schüchterner Junge. Ich habe ganz schnell neue Leute kennengelernt. Mhm. Aber da ging es auch bergab. Was ist da passiert? Neue Umgebung, neue Leute, dann fängt man an zu kiffen, dann fängt man an zu dealen. So andere Umgebung, da lässt man sich auch einfacher beeinflussen von den Leuten. Es ging so schnell. Jungs, die viel verdient, pushen Medizin, durchaus legitim. Herz pumpt Adrenalin, voll auf Kokain, ständig Dope am Deal. Hebe meinen Arsch hoch. Will was bewegen wie Fidel Castro. Alles klar, Digga, dann würde ich sagen, lass mal nach Trier gehen. Dann können wir da uns die ganzen Geschichten anhören. Safe, komm. Und Bitburg haben wir jetzt auch ein bisschen kennengelernt. So, Digga, jetzt sind wir hier in Konz. Ist immer noch nicht Trier, aber ist so Vorort von Trier mäßig. Ha? Genau. Konz ist nochmal so eine Kleinstadt von der Kleinstadt. Wir sind dann von Bitburg. Ja. Dann sind wir hier nach Konz gezogen. Und
dann, wie gesagt, neue Interessen, neue Freunde, komplett neuer Umkreis. Und dann halt so Gang-Gruppierungen. Das hier ist sogar noch ein Tag von uns. KC, Cons Click. Dieser auch. Wir waren da immer sehr aktiv gewesen. Und dann hast du diese ganzen Straßenfilme wie lange durchgezogen? Ich habe so mit 11, 12 habe ich angefangen, Gras zu verkaufen. Das ging dann so bis 15. Und dann wurde ich mit 15 verhaftet. Kenn nur Hashtags als Knastgitter. Bekomm ständig Flashbacks vom Haftrichter. Was war deine Anklage? Betäubungsmittel, Handel mit Betäubungsmittel. Gefährliche Körperverletzung war sehr viel. Und wir waren halt laut. Hier vorne wurde jemand umgebracht und die haben meine Speichel gefunden an der Tür und so. Und dann war ich kurzzeitig irgendwie in ein Mordding verwickelt. Nichts zeugt mehr von der schrecklichen Bluttat in der Merzlicher Straße. Und du aber nichts zu tun hattest, können wir gleich auflösen. Nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Wir haben halt da abgehangen, wurde ein Mann abgestochen mit 2, 3 Stichen, in die Badewanne gelegt, verbrannt. Und ja, da halt wir jeden Tag in dem Haus abgehangen haben und ich war der einzige Schwarze. Mhm. Und ja, bin ich halt schon so ein bisschen in den Fokus gerückt. War schon crazy, aber zum Glück haben die den Täter nach eineinhalb Wochen haben die den dann bekommen. Krass, ja, aber also warst du anderthalb Wochen so Tatverdächtiger in einem Mordfall? In einem Mordfall, ja. Das war schon krass. So die Bullen, also Kripo kam zu uns nach Hause und die kommen da so mit Aktenkoffer und so und wollen Speichelprobe. Meine Mutter sagt, was los? Was passiert? Und dann sagen die, ja, ihr Sohn ist in einen Mordfall verwickelt. Und das war schon so, boah. Ich war wirklich erleichtert, als sie den Täter gefunden haben. Zu viel gesehen, zu viel gehört, viel zu viel bla, bla, bla. Hast du ein Problem, lass es uns regeln, nur das mal pa, pa, pa. Alles sind da, 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 weniger bla, bla, bla. Oder es mal pa, pa, pa. Hier haben wir wirklich jeden Tag abgehangen. Wirklich jeden Tag. Warum alles? Hier? Freunde von mir haben hier gewohnt. Aha. Und wir haben halt Drogen hier verkauft. Also das Gras, Pep, Kokain, alles haben die verkauft. Und deswegen haben wir hier abgehangen. Das war so unser Hotspot. Gibt es hier so viele Tickereien wegen der Nähe auch zu Luxemburg und Frankreich? Ja, ja, und so? Ja. Blick auf die Straße, sie spiegelt sich in mir wieder. Die Jungs hier sind Spieler und chillen in der Spielothek. Das hier ist echter Scheiß und nicht nur ein Videodreh. Wann wurdest du das erste Mal festgenommen? 2006. Die haben mich hier in der Schule verhaftet. Echt, ja? Wie war das? Boah, richtig ekelhaft. Gerade Klassenarbeit geschrieben. Da kommt mein Direktor rein, im Klassenraum, redet mit meinem Lehrer. Und mein Lehrer so guckt mich an und ich denke so, okay, worum geht's da? Mhm. Direktor geht raus, die Tür geht auf nochmal, dann kommen 7 Polizisten in den Klassenraum rein. Jetzt konnte die Polizei einen der Anführer festnehmen. Keine Panik, wir wollen nur jemand abholen. Und die gucken mich so an und ich denke so, scheiße, Alter, die kommen safe zu mir. In der Schule mir Handschellen, also in der Klasse noch Handschellen angelegt, sind vorläufig festgenommen, Haftbefehl, dies, das. Dann komme ich zum Polizeipräsidium, haben die mich gefahren. Ich komme die Treppen hoch und da war noch diese Baggy-Zeit, Hose unterm Arsch und so. Ich bitte ziehen Sie meine Hose hoch, die rutscht und so. Der eine Bulle zieht meine Hose hoch, ich gehe die Treppen hoch und dann klatschen die schon so. Da haben wir den, da haben wir den. Ich denke so, Alter, was geht denn hier ab? Du kannst dir vorstellen, ich war 15. Ja. Alter, die haben so getan, als hätten die gerade hier John Gotti alle. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? So. Und dann haben die mich direkt zum Haftrichter gefahren. Erstmal Polizeipräsidium, Fingerabdrücke, dies, das, zum Haftrichter gefahren. Haben da meine Mutter Bescheid gesagt, meine Schwester Bescheid gesagt. Kamen die dann, haben die sich dann meine Mutter beim Gericht am Weinen, am Heulen. Und dann fällt die in Ohnmacht. Und dann haben die gemerkt, okay, scheiße, das können wir der Frau nicht antun. Wir müssen vielleicht was anderes machen oder eine Alternative finden. Und dann haben die gesagt, nee, lass uns diesen Jungen nicht ins Gefängnis stecken, lass uns den in eine Jugendeinrichtung für schwerziehbare Kinder stecken. Das war dann mein Glück. Ich fühl mich so wie Frank Lucas, wenn ich Pelz trage. Die Bullen sind an mir her wie bei einer Hetzjagd. Kein Förster, doch hab die Winchester. Alpha-Tiere, hier im Rudel bin ich Letzter. Nein, ich halt nix von euch Schwätzern. Achtet drauf, dass ich die richtige Frequenz hab. Aus der Hut bis zum Fenster. Was hattest du für eine Rolle bei dir in der Gruppe? Ich war schon der. Ich wollte immer so dieser Leader sein, dieser Anführer.
Ich hatte immer so diesen Drang, so ein Anführer zu sein. Aber ich war der Jüngste. Also ich kann gar nicht Anführer gewesen sein, weil die anderen waren so 18, 19 und ich war dann zu dem Zeitpunkt 14, 15. Aber da ich auch hier damals ein bisschen Musik gemacht habe und man mich hier gekannt hat wegen der Straße so, hat man mir so diesen Chef-Position gegeben, so der Anführer von der Konz-Klick so und das war es halt so. Ich war halt auch sehr radikal so. Ich wollte halt auch, dass die Leute mich kennen. Das war jetzt nicht so, dass ich sage, oh scheiße, du hast einen scheiß Ruf. Ich wollte, dass die Leute wissen, das ist Mortel, mit dem legst du dich nicht an, weil sonst fickt er dich. So, und das war mir als Kind so wichtig. Jetzt denkst du, Alter, was denkst du da, Alter, was machst du da für einen Scheiß, weißt du? Transafrikaner, Räuber wie Alibaba. Immer wieder bisschen Action, so bin ich aufgewachsen. Zwischen Dealer und Verbrechen, inzwischen ein Haufen Spaß. Wenn es kaputt, den Kopf skin mir für Gott. Scheiß mal auf das Geld, lieber ich bin pleite, aber ich bin frei, statt dass ich da jedes Mal mit Paranoia schlafen muss. Also hat es dann auch mit dieser zweiten Chance, die du bekommen hast, aufgehört? Komplett, komplett. Ich bin dann auch auf eine kaufmännische Privatschule gegangen, habe danach noch eine Ausbildung gemacht nach der Schule und ich habe da alles nur für Mama gemacht. Also alles nur, weil ich diese Chance gesehen habe und es auch genutzt habe. Ja, also hattest du so eine ein paar dolle Jahre so, ja. Aber die dann auch schon vorbei waren, bevor du überhaupt richtig erwachsen geworden genau, bist. Genau, genau. Ja, alles klar, Digga, dann lass mal zur nächsten Location gehen. Okay, weil easy. Ein bisschen über Mucke müssen wir auch noch reden. Ja, natürlich. Das gar nicht gemacht, ja? Natürlich, zu viel Street Talk, hä? Du hattest es gerade schon vor dem Trap House gesagt, dass du auch zu deinen, also dass man dich schon so ein bisschen kannte, weil du auch Musik ja. gemacht hast. Ja. Wann hat es denn angefangen bei dir, muckemäßig, dass du selber geschrieben hast, selber gerappt hast? Also ich habe schon sehr früh angefangen, einfach so freestyled auf Französisch. Ich habe ja eigentlich mit Französisch Rap angefangen. Ich habe erst 2007 das erste Mal auf Deutsch gerappt. So vorher habe ich immer so ein paar Reime auf Französisch. Und ja, weil ich halt Französisch Rap mehr gefühlt habe ja. als Deutsch Rap. Aber dann irgendwann mal, ist schon cool, es klang alles geil. Die Leute haben es auch gefeiert, aber die haben nichts verstanden. Und deswegen habe ich gedacht, nee, macht keinen Sinn. Fange ich dann auf Deutsch an. Als ob die Vergangenheit die Zukunft zählt. Für mein erstes Album lasse ich mir lange Zeit. WDS2, das Tape sorgt für den Street-Hype. Ich sehe mich nicht als Rapper, ich fick auf Freestyle. Was waren so deine ersten Erfolge? Es war so 2013, hat so angefangen. Da war der Erste, der mich so wirklich geteilt hat, der meine Musik geteilt hat. Es war Bones. Aber das Coole bei Bones war auch, wir haben uns kennengelernt, wir haben geschrieben, er hat mich auch direkt nach Hamburg eingeladen. Und wir hatten schon ein Verhältnis vorher, vor Musik, ohne ein Feature zu machen. Er hat mich wirklich überall eingeladen. Und das war so, das rechne ich dem sehr hoch an, so heute noch. So, weißt du? Lass mir wieder irgendeine Scheiße tätowieren und muss nicht mal trainieren. Du weißt, du wirst verlieren. Viel zu echt für diese Szene. Und dann kam irgendwann mal Flair. Und dann haben wir mit Flair dann auch direkt das Feature dann gemacht. Kuti. Kuti, ja. Ja, ja. Und sollte so sein, das war ja, dann so. Stimmt, wo, sollte so sein, ja. Genau, wo die Leute dann wirklich dann so Augen gemacht haben. Alter, woher kommen diese 100 Schwarzen jetzt her? Mhm. Also, und dann mit Gang. Sollte so sein. Da habe ich dich auch so das erste Mal so richtig krass so auf den Schirm bekommen. Und dann war ja auf einmal auch mit voll etablierten Künstlern. Ja. Und du als Newcomer hast so dich einmal quasi durchgefeatured, so ja, von ja, ja. Chelo und Abdi, Nemo, dieses Azad-Ding und so. Ja, das Ding war aber auch, ich habe 2016 ein Mixtape gemacht, da hatte ich gar keine Features, bewusst. Ich wollte nicht, dass man sagt, oh, Mortel zieht sich jetzt da hoch, so weißt du. Und das war mir wichtig, deswegen habe ich das erste Tape halt ohne Features gemacht. Aber dann irgendwann mal willst du ja auch Features machen und so. Und da ich ja einen guten Draht schon zu 187 hatte, Azad habe ich auch schon 2014 kennengelernt, schon lange bevor es bei mir richtig losging. Und dann habe ich mir erstmal so meine Kindheitswünsche erfüllt. Mhm. So. Du hast sogar Sido und Flair zusammen auf einen Song geholt, den ersten Song, den die nach Agro Berlin gemacht haben. Nach 9 Jahren. Ja. Ich habe einfach den Sido gefragt, ob der sich halt vorstellen kann, wieder mit Flair auf einen Song. Und er hat überraschenderweise auch direkt zugestimmt. Und Flair war so, krass. Ja klar, lass uns machen. Und ich mach
Wieder Malediven, Chili Willy. Denn mein Konto wie ein Film, 16 Milli. Tellerwäscher bist du erst ein Mio. Vom Tellerwäscher bist du erst ein Mio. Dann hab ich Nimo gefragt, ob der Bock hat mit Azad auf einen Song. Und Nimo so, Bruder, Azad ist unser Abi, was los? Ja. Was für eine Frage, weißt du? Es ist, wie es ist, jeder spielt, wie er spielen muss. Roh, auch das Leben ist nicht schwer. Bruder, Azad ist das Nonplusultra eigentlich so für uns gewesen, so, weißt du? Weil das auch mich an Frankreich erinnert hat. Kompletter Style, so dieses Breakdance und dieses Army-Style und so. Erzähl mal nochmal, was genau dein Bezug zu Frankreich ist so? Abgesehen davon, dass Trier, dass die hier stationiert waren, die Franzosen, aber die haben hier gelebt und wir haben hier diesen Einfluss von denen bekommen. Und da ich aus Kongo komme, die Französisch reden, sind halt auch viele Onkels und Tanten von mir von Kongo direkt nach Paris gegangen, weil das auch einfacher ist von der Sprache. Où sont mes vrais? Où sont mes racailles? Noir et fier, wir leben in der Kleid. Rappi. Daher waren wir halt sehr viel in Paris gewesen. Wir haben immer unsere Familie dort besucht. Ich war mit 4, 5 Jahren schon in Paris, aber habe immer nur den Eiffelturm so klein gesehen, weil wir in den Vorstädten waren und meine Familie in den Vorstädten gelebt hat. Und ich wusste aber nicht, was ein Ghetto ist. Wesh, was geht? Wesh. Und diese Laien-Optik so, das ist, auch immer, genau. Das ist auch immer so ein Ding. Genau, oder? Genau. Ja, Laien ist halt so unser Menace to Society. So. Ja, safe. Weißt du? Und habe ich auch schon ganz früh geguckt und daher auch diese Schauspielerei. Wie kam es dazu, dass du darauf so Bock hattest? Oh, Zufall auch irgendwie. Ein Freund von mir hat eine Agentur gegründet für schwarze Schauspieler, da es nicht so viele schwarze Schauspieler gibt. Und ich habe dem einfach mal gesagt, ey, erstell mir mal so ein Profil bei dir auf der Seite. Ich will irgendwann mal in so einem Film mitspielen. Und der hat mir einfach mal aus Joke eine Seite erstellt. 2 Wochen später hat sich Lars Becker gemeldet. Jetzt hast du 2 Labels, einmal Westside und einmal Rakai. Ja. Erzähl mal was zu Rakai. So. Wie ist das aufgestellt? Wie hast du dir ausgesucht, mit wem du wie zusammenarbeiten willst? Also Rakai ist mehr so ein Familiending. Das sind mehr so meine Cousins, meine Brüder. So, ich habe halt wirklich eine sehr große Familie. Und dann wurde es mehr zu einer Gang, weil auch Leute dazugekommen sind. Und dann haben wir das einfach so von einer Straßenbande zu einem Musiklabel gemacht mit 2 Partnern. Der Tom und der Holik, wir hatten Uncut als Sponsor mit Buba. Ja, ich lebe für die Gang, ja. Rakais reden nur im Slang, ja. Und bei Westside? Westside habe ich 2019 gegründet, weil ich wollte auch dann irgendwann mal Leute sein, die gar nichts mit so Straßensachen zu tun haben. Egal ob schwarz oder weiß, hier wird dir die Hand gereicht, wir sind Unity. Guck mal, wir haben ja so einen Ehrenbürger hier immer noch, so diese Rubrik. Ich glaube, jeden anderen, den ich aus Trier fragen würde, die würden Mortell sagen, so, weil du hier so viel für Hip-Hop gemacht hast. Aber wer war vielleicht so einer von euren Alten, so, der hier so viel für Deutschrap gemacht hat? Ja. Also ich würde sagen, dass der Idea, Volker, der ist so der erste aus Trier, der wirklich hier für Bushido, Sido, Crow und alle großen Artists. Der hat die ganzen Songs gemastert. Alles klar, Dicker, ey, vielen Dank. Danke, dass du mir Trier gezeigt hast. Und Konz und Bitburg, viel unterwegs gewesen heute. Meine Gegend hier. Vielen Dank, Alter. Freut mich, wir sehen uns. Bitburg, Konz und Trier, heute viel unterwegs gewesen. Ja. Man konnte sich nicht auf eine Stadt beschränken, man musste da ein bisschen hin und her fahren. Und viel über Mortells Geschichte gelernt, was ich auch noch gar nicht wusste. Am wildesten fand ich diese Story, dass er der Tatverdächtige an einem Mordfall war, was sich dann ja zum Glück aufgeklärt hat, dass er damit nichts zu tun hatte. Und auch sonst viel gesehen. Von Mortell wird jetzt auf jeden Fall einiges kommen, ihr habt es gehört. Schauspielmäßig ist da einiges geplant. Musik läuft sowieso. Rakai Gang ist auch da, Dicker. Und wir sehen uns wieder. Schreibt in die Kommentare, wen wir als nächstes besuchen sollen. Diesmal hat es ja auch geklappt. Und wer weiß, vielleicht ist dann das nächste Mal euer Star dabei.